Hui und yo und willkommen zurück zu Parallel Worlds. Heute wieder mit uns beiden, mit denen, die wo leiden wollen. Wo wollen wir leiden? Wir wollen, aua, siehst du, wir wollen leiden. Wir wollen richtig leiden. Ich muss mal die Maus wegschieben. Sieht man die eigentlich in der Aufnahme? Nein, ich glaube nicht. Also ich sehe sie gerade. Du siehst sie, aber die Aufnahme sieht sie nicht, zum Glück. Das war eine sehr hübsche Maus, weiß und schön. Ah. Warum tut er so? Weil er auf Schmerzen steht. So, lieber Herr Abanor, bring mich doch mal auf den Stand der Dinge. Ich habe ja die neuen Parts von dir noch nicht gesehen. Die sind ja noch nicht abgesendet. Und ich muss jetzt erstmal wissen, was eigentlich unser Auftrag ist. Auftrag. Wir hatten im Grunde... Du hast eigentlich gar nicht viel verpasst. Wir hatten, glaube ich, aufgehört zu... Lass mich in Ruhe. Wir hatten, glaube ich, aufgehört zu spielen, als wir aus der Kathedrale rauskamen, nachdem wir aus dem Guardhaus entkommen sind. Mhm. Da wollte sich ja der pädophile Priester um Zelda kümmern. Ja, und, genau. Wir sind dann da rausgegangen und ich glaube, ich bin direkt zweimal gestorben und habe mich danach umgesehen. Was das erbracht hat, war aber eigentlich nur, dass das Kreuzchen unten links im Bild vorher noch ungefähr bei uns in der Nähe im Dorf geblinkt hat. Geblunken. Wir müssen jetzt zu Sahasralalala. Das Problem ist, dass da überall Wasser ist und wir können nicht schwimmen. Das heißt also, unsere Aufgabe besteht darin, Flossen zu finden. Flossen? Die Flossen habe ich im Grunde im letzten Part, den ich alleine aufgenommen habe, gesucht. Aber wirklich viel gefunden habe ich nicht. Aber ich meine, wir müssen hier oben hin. Ach, du hast doch gar nicht ganz viele Parts alleine aufgenommen. Ich glaube nur einen. Ich glaube nur Part 5. Das ist aber nett. Und dann kam ja auch schon das Infovideo. Falls du das als Part benennen möchtest, waren es sogar zwei. Aber ja, gut, ansonsten. Hast du die aber auch schon online gestellt, dann kann ich dir sogar. Ja, das ist im Grunde alles. Also. Okay. Sehr schön. Hast du dich eigentlich noch nie gefragt, warum Link nicht ohne Flossen schwimmen kann? Ich vermute mal, aus welchem Grund, warum er nicht reden kann, ohne in Minish Cap die Quatschbirne gegessen zu haben. Er hat nur ein halbes Gehirn. Naja, also jemand, dessen Onkel blaue Haare hat und man selbst pinke Haare hat in einem anderen Spiel, würde mich das auch nicht wundern. Warum? Echt hängt die Hirngröße mit der Haarfarbe zusammen? Manchmal, bei manchen Leuten glaube ich schon. Und was passiert denn, wenn man gar keine Haare auf dem Körper hat, so oben drüben? Ich weiß ja, wie du aussiehst, von daher eine ganze Menge Hirn ist da auf jeden Fall drin. Ja, danke schön, das tut mir sehr gut. Ja, da wächst der Egon. Ja. Also das Ego meine ich. Der Egon auch, der freut sich. Wollen wir mal hier reingehen? So, das sieht sehr aus wie der Wüstenpalast. Boah. Sora Kings Domain, guck mal. Einfach nur herumgeirrt über Haare, philosophiert und schon finden wir das Richtige. Ist das, woher weißt du, dass das richtig ist? Weil wir hier bei Sora Kings Domain auf jeden Fall Flossen bekommen. Das weiß ich noch von damals. Du Schlaumeier, du liest einfach die Untertitel. Das musst du lesen. Okay. Das musst du lesen. Wow, what do you want, little man? Do you have something to ask me? I want Zora Scales. I just dropped by. Na. Ich bin nur hingefallen, Herr. Boah. Oh! I don't just give scales away for free. I rent them for 5 points. I mean, 50 rupees a pair. Das What do you do? Das ist im Originalspiel. Ich glaube, da kosteten die 300 oder so, ne? Ja, ja, richtig viel. Richtig viel. 500 vielleicht sogar. Ich weiß es gar nicht. 300. Die waren auf jeden Fall sauteuer. Ja. Pay. Boah. One pair of Zora scales coming up. Do know they have to be returned in perfect condition or else you'll have to pay for it. I'm not sure about life. Make sure people see you swimming around in that. It's good for my business, you know. Das ist keine Flosse. Das, wie trägt er die an den Füßen? Ich glaube, die frisst er gleich einfach. Das ist so wie in Harry Potter Teil 4. Da kriegt er so Schwimmhäute und so. Und stirbt, weil hier kein Wasser in der Nähe ist. Nee, das macht den Link jetzt auch nicht direkt hübscher. You bought Zora's Scales. With these you should be able to swim even in deep water. Wichtig ist, you should be able, wir steigen vielleicht ins Wasser, dann kommt, nö, bist du nicht, tut mir leid. Awesome. Und weg. Sorry, my mistake. Genau, das waren die falschen. Wollen wir es mal ausprobieren? Ja, teste diesmal, ob du jetzt schwimmen kannst. Vielleicht gehst du auch noch schneller unter als vorher. Ich hasse ja die Schwimmmechanik in A Link to the Past und logischerweise auch hier, weil das so unheimlich ungenau ist. Ja, in welchem Spiel magst du das denn bitte? Sowas nicht. Ich glaube, ich brauche den Rest des Parts, um drüber nachzudenken. Ich denke das auch. Und du wirst zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis kommen. Ich fand ja in Tropical Freeze ziemlich gut. Die Schwimmmechanik, weil du so einen Turbolader hattest. Ja. Ja, stimmt, das war ganz gut. Aber da mochte ich die Auftauchmechanik nicht. Also es ist stimmt. Ja kein Zelda-Spiel, das ist ein Donkey Kong Country-Spiel.
Und da konnte man sich eben so ein bisschen antreiben. Insbesondere, wenn man einen Partner dabei hatte, war das nicht so? Ja, aber ich glaube nur, wenn du nicht Cranky hattest. Ich glaube, Cranky konnte er mit dem Stab so nach vorne fuchteln, dass er unter Wasser wie so ein Schwert hatte, ne? Ja, stimmt, ich erinnere mich. Ja, das ist richtig. Kitty hatte, glaube ich, diesen Raketenantrieb von seinem Jetpack und Dixie hat mit dem Pferdeschwanz diesen Propeller entwickelt. Wobei das irgendwie den gleichen Effekt hatte, oder? Ich glaube ja. Also ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, denn es ist bei mir schon über, also ich würde sagen, 50 Jahre her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Vielleicht sogar. Ist auch lange her, dass der Release war. Also. Ja, genau. Ich habe das quasi direkt bei Release gespielt, also nur so etwa 40 Jahre später und dann ist das inzwischen jetzt, also wie gesagt, schon fast 90 Jahre her. Ja. Ich meine aber, mich daran zu erinnern, dass das genau so war, dass man, also, dass die Effekte sehr ähnlich waren von den beiden. Aber das Auftauchen, wenn man aus dem Wasser gesprungen ist, hat sich irgendwie so fusselig angefühlt. Ich fand das immer ganz schwer, diesen Punkt abzuschätzen, wo du noch unter Wasser bist und wo du sozusagen aus dem Wasser rausspringst. Genau. Normalerweise merkt man das am Ende der Wasseroberfläche. Ja. Aber da hat mir das nicht so gemerkt, ganz komisch. So, du bist in Kakarakakiko. Genau, ich bin in Kakariko und ich suche gerade den Weg zu den Docks. Und ich glaube, wir müssen hier unten lang. Musst du zum Arzt? Genau, wir wollen zu den Docks. Zahasgala ist ja Arzt, wie man am Namen hört. Ja, Dr. Zahasgala. Genau. Gemeinschaftspraxis mit den Hühnern. Ja. Dr. Zahasgala und Hilfs-Dr. Chicken. Die Hühner sind wahrscheinlich praktisch, um zu sagen, okay, der Patient kommt nicht durch, Hühner tötet ihn. Ja, genau. Die stellen dann den Exitus fest, indem sie ihn bewirken. Schlagen Sie bitte einmal dieses Huhn, dann geht's Ihnen besser. Und dann essen die einen einfach. Sag mal, wie heißen die? Ich weiß, also entweder Tektite oder Tektite. Spricht man das Englisch oder Deutsch aus? Hier, ich denke mal, da sie im ersten Zelda-Spiel genannt wurden und das ja noch auf Englisch war, denke ich mal, sie heißen Tektites. Wobei ich immer dachte, sie heißen irgendwas mit Arachno irgendwas. Das könnten auch die Arachno-Gomas oder so. Was? Arachno-Gomas? Arachno-Gomas? Weil Goma ist ja die Riesenspinne aus OOT. Und diese Fledermaus, die hat mich schon getötet. Ich meine... Goma gab's... Na? Obwohl, gab's schon im ersten Zelda, ne? Ja, gab's schon im ersten Teil. Und da waren das auch quasi große Tektites, die du nur im Bogen besiegen konntest. Also genauso wie in Ocarina of Time. Und ich glaube, die haben einen anderen Namen. Also ich glaube, die werden eher Tektites sein. Google das doch mal eben. Ich google das mal eben. Warte, ich spiele so lange. Nein, ich gebe meinen Controller. Ich gebe den nicht. So. Ja, okay, du kannst ihn haben. Ich tue meine Hand weh. Ich hoffe übrigens, mein Tisch ist irgendwie sehr hart aus Holz. Das wundert mich gerade ein bisschen. Ich glaube, wir müssen hier... Schlagen hast, meinst du jetzt? Genau. Das tat mir mehr weh als dir. Warum habe ich Katzenstreu hier? Mein Gott. So. Ich glaube, wir mussten hier so einen bestimmten geheimen Weg gehen, den ich natürlich jetzt nicht mehr weiß. Ich glaube, das war falsch. Ich gehe mal kurz zurück. Ich meine, das war so ein Weg, der hier auf dem Boden irgendwo eingezeichnet war. In der Wüste. Ich schau mal kurz nach. Hier irgendwo... Na, geh weg. Geh weg. Geh weg. Au. Boah, kannst du mal sterben? So viel haben die doch in A Link to the Past nicht ausgehalten, oder? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Du spielst ja auch Harry Man. Da ist das ein bisschen anders alles. Also, ich habe jetzt gerade ein bisschen gegoogelt. Gomas sind keine Tektites, so viel ist klar. Okay. Und es steht auch kein Hinweis darauf, dass die miteinander verwandt sind. Die sehen nur genau gleich aus in unterschiedlichen Größen und die einen sind mit dem Bogen verletzbar und die anderen auch. Ach so, war Goma? Nein, Goma ist sogar der erste Boss in Ocarina of Time gewesen. Ist das richtig? Ja, genau. Das ist ja dieses Vieh, was irgendwie auf einem Bein stehen kann und dann auf einmal doch nicht mehr. Okay. So, da siehst du das da unten in der rechten Ecke? Da sind so zwei Pfeile unter Lupo-Crory. Ach so, ja. Die beiden wusste ich noch. Die ich jetzt nicht sehe, wofür ich runterspringen muss, sind die ich nicht mehr weiß. Gucken wir mal. Springen. Hallo. So. Du hast es geschoben. Oben, rechts, links, oben. Weil in welcher Reihenfolge müssen wir das gehen? Das ist jetzt die Frage. Ich denke mal, dass wir oben zuletzt gehen müssen. Ja, okay. Weil das ist ja meistens so, ne, dass du dann nach oben irgendwie so einen coolen neuen Weg hast. Ja, das stimmt. Aber du hast zweimal oben dabei. Ja, ich denke mal, am Anfang einmal oben. Wenn man so im Uhrzeigersinn gehen würde, fangen wir mal an mit oben. Obwohl oben, rechts, oben, links? Oder rechts, oben, links, oben. Rechts, oben, links, oben. Ich merke mir es einfach mal. Wir haben... Im Grunde haben wir nur die vier Möglichkeiten. Ich hoffe mal, dass das überhaupt das Rätsel ist. Boah, hier, das Spread Limit ist ganz fürchterlich gerade. Die Schildkröten und diese rosa Leuchtedinger da.
Das gehört auch zum Schwierigkeitsgrad des Spiels, das versucht deine Geduld auf die Probe zu stellen. Das gehört zu töten. Mhm. Warum ist das denn passiert? Ich habe keinen Safe State gemacht. Ich lass mich jetzt, ich guck mal, wo ich jetzt wieder rauskomme, weil. Nein! Du bist gestorben! Start from Avarex's House oder Church. Oh, komm, wir nehmen mal das Haus. Gibt's hier Herzen? Bestimmt. Pfeile. Ich mach nochmal ein Herzen. So. Was wollte ich gerade überhaupt sagen? Oben, rechts, links, oben. Nein, ich meinte das Sprite Limit. Das gibt's ja in jedem Spiel. Fast. Das einzige, wo ich es noch nicht festgestellt habe, Sprite Limit bzw. die eine konstante FPS-Zahl, war zum Beispiel bei Tropical Freeze, wo wir schon wieder davon gesprochen haben. Bei den neuen Konsolen ist mir das sowieso noch nicht aufgefallen, muss ich sagen. Ich hatte es bei Woolly World gestern einmal ganz kurz. Ich weiß aber gar nicht mehr in welcher Situation. Das war vielleicht für eine Sekunde, dass da einmal die FPS ein bisschen gedroppt ist. Aber ansonsten, nee. Also womit Woolly World ganz, ganz große Probleme hat, und das sieht man auch in den Aufnahmen, die ich davon gemacht habe, ist Ladebildschirme. Da, ja. da droppen die FPS-Zahlen ins Ermessliche. Das kann man an einem Finger abzählen teilweise. Und das merkt man wirklich. Also das hält nämlich auch noch so ein paar Frames nach dem eigentlichen Laden an. Das habe ich noch in keinem Wii U-Spiel so erlebt. Das zieht das echt richtig krass runter. Aber ansonsten ist mir das nicht aufgefallen. So während des Spiels meinst du jetzt wahrscheinlich? Also während eines Levels? Ja. Wo denn? Wie gesagt, ich weiß es nicht mehr genau. Es war relativ mittig in einem Level. Und ich weiß aber auch gar nicht, war das das Level mit den ganz vielen Seifenblasen oder so? Heute ist mal schön. Ja, das war schön. Ich glaube, wenn das wäre so eine Stelle gewesen, wo ich sagen würde, da passiert so viel, dass das Spiel einfach sagt, stopp mal kurz, ich brauche mal kurz einen Moment. Also da warten noch ein paar Levelchen auf dich, die das durchaus bereithalten könnten. Ja. Gibt es nämlich relativ viel davon. Im Grunde macht mir das aber auch nichts aus, wenn es jetzt nicht wirklich konstant ist. Ja, also nicht so wie hier, ne? Jetzt gerade. Ja, gerade diese ganz vielen kleinen, das ist halt echt übel. Ja gut, aber das, die neuen Konsolen sollten das eigentlich alle verarbeiten können. Also auch die Engines von den Spielen sollten das eigentlich inzwischen können. Das ist sicherlich inzwischen ein Ausnahmefall. So, wir waren jetzt oben rechts. Jetzt gehen wir mal nach links. Ach so, du bist jetzt gerade. Ah, da sollst du das abschwimmen. Das muss man auch erstmal wissen. Weil das ist sowas wie die verlorenen Wälder, nur halt mit Wasser. Hm. Gibt's auch seit dem ersten Zelda-Teil diese Sachen? Ja, richtig. Da gab's, glaube ich, am Todesberg, ne? Ja, also es gab einmal so östlich vom Todesberg, das gibt's sogar im ersten Teil zweimal. Und da gibt's noch so ein Labyrinth. Also, bist du jetzt im Ziel? Genau, also das hast du jetzt gerade nicht gehört. Für mich kam jetzt gerade nämlich das typische Zelda, als ich nach oben gegangen bin. Nein. Warum? Ach so, du hast es gespeichert, sehr gut. Ach, du piepst auch, das habe ich auch nicht gehört. Ich piepe auch, ja. Ich piepe ganz extrem. Da ist ein Vogel, könnte ich mal sagen. Ja. Und ich nehme an, dass diese komischen Ananasköpfe da dir wahrscheinlich, sagen wir mal, so zwischen 3 und 7 Herzchen wegnehmen, richtig? Ja, gefühlt schon. Also, gefühlt ja, und ich würde mal sagen, im wahrsten Sinne sind es aber eigentlich noch mehr. Ach so 17. Nicht da drauf treten, ist eine Bombe. Ich wollte gerade sagen, das ist auch so ein typischer Schwierigkeitsgrad-Erhöher in diesem Spiel, dass wir einfach mal unter jedem dritten Grasfleck eine Bombe haben. Wer vergräbt die da wohl? Terroristen? Ich denke mal, der Hund aus Twilight Princess, der gerne Sachen vergräbt. Oh, der ist begeistert davon, der macht das bestimmt sehr gerne. Ich finde das immer so lustig, wie die ganze Welt versinkt im Schattenreich und er sagt, boah, ich liebe Sachen zu vergraben. Ja, ich finde das so toll. Dann wedelt er noch so ein bisschen, ja, den mag ich sehr gerne, bleibt optimistisch. Der ist ein Freund der schönen Dinge im Leben. I just don't give a fuck. Ja, genau, irgendwie macht er nicht. Ist ja auch noch viel zu jung dafür. Man kann Skelette nicht anzünden. Hast du gerade versucht, dieses Skelett zu verbrennen? Nein, habe ich nicht. Ich habe mir den Knopf vertan. Wozu brauche ich ein Schwert, wenn ich meine Lampe habe? Meine neue Lampe. Scrap. Oh yeah, neues Herz. Das bringt dir nichts, weil die alle so viel Schaden machen. Aber richtig. Ich überlebe vielleicht eine Sekunde länger. Jetzt müsst ihr den ernsthafter weglocken, oder was? Sieht so aus. Gehen wir dann vorbei. Du hast ihn nicht gelockt. Och, Mann. Rieser! Metzler! Okay. Diese Dinger sind in Twilight Princess ja auch relativ gemein, muss ich sagen. Habe ich da, ich glaube, bei meinen Aufnahmen heute, gestern irgendwann so mal das erste Mal gesehen. Und die sind richtig hinterhältig, tückisch und fies. Und fiesartig sogar. Also ich finde, da haben sie schon relativ viel draus gemacht in den neueren Zelda-Spielen. Wobei das ja besonders auch bei Skyward Sword, da kann man die nämlich auf eine sehr schöne Art und Weise zerstören. Und allgemein finde ich schön, dass man die bei Wind Waker und oh mein Gott! Und bei Arx musst du genau jetzt anfangen zu blitzen. Alter!
Was ist denn hier los? Schießen die nicht vielleicht erst, wenn du mit dem Schwert schlägst? Kann das sein? Ja, tun sie. Ja, tatsächlich. Aha, habe ich voll gesehen. Wenn ich es gedrückt halte, guck mal, dann gehen die voll ab wie ein Schnitzel. Okay, ja, wie so ein leckeres Schnitzel mit was in der Soße? Gehen wir einfach mal hier rein. Ich würde sagen, mit Jägersoße. Oh, köstlich. Oh ja, das tut dir gut. Ist die alle auf. Oh. Übrigens sehr schöne Feen-Sprites. Ja? Finde ich schön, ja. Also ich weil fand die einfach so aussehen wie in Ocarina of Time, ja? Genau, ja. Einfach so dieses typische Feen-Ding. Ich fand diese kleinen Feen immer so, ja, weiß ich nicht. Ja, sehen halt nicht wirklich schön aus. Nein. Nein, das tun die nicht. Ich glaube, wir sind ja relativ falsch. Nö, da ist eine Truhe, das ist immer richtig. Da ist dein Herz da. Ich hätte gerne Herzcontainer. Ja, das dauert ja nicht mehr lang. Warum nee. Holst du nicht das andere? Guck mal, da liegt noch eins. Hol dir meinst, das Master Schwert. Ja, guck mal, wir holen uns jetzt erstmal das Master Schwert. Genau. In Twilight Princess geht das sogar. Kannst du dir als erstes Schwert sogar das Master Schwert holen? Ich wusste nicht mal, dass es das da gibt. Ich spiele das hier blind. Okay, dann vergiss, was ich gesagt habe. Spoiler! Na gut, es war ja irgendwie zu erwarten, dass es das da gibt. Wer sollte das noch mehr verdienen als der Nachkomme von Link? Kannst du mir vielleicht mal zwischendurch so ein bisschen von der Hintergrundgeschichte erzählen? Denn ich weiß gar nicht, zu welchem Zeitpunkt Twilight Princess eigentlich spielt. Ich auch nicht. Achso, weißt du gar nicht. Ich kenne mich mit der Zelda-Lore nicht, also was die Zeitlinien. Es gibt ja diese typische Zelda-Timeline, die sich irgendwann in zwei Teile teilt. Einmal die in OOT der Held ist siegreich. Timeline und einmal die in OOT der Held verliert Timeline. Wie kann der denn da verlieren? Link wird von Ganon einfach besiegt. Der wird getötet. Aber das ist ja rein theoretisch, weil im Spiel besiegt man ihn. Richtig, aber es ist trotzdem möglich und ich möchte keine Rubine hier reinschmeißen. Lass mich in Ruhe. Nein! Warum nicht? Wirst du da nicht glücklicher und kriegst ja, aber ich habe nicht so viel. Ich möchte mir dafür lieber Herzen kaufen. Aber du kriegst großes Glück, hat er gerade gesagt. Wir haben gerade überhaupt schon mal einen großen Partende, sehe ich gerade. Liebe Leute, im nächsten Part geht's weiter mit unheimlich tiefgründiger Parallels-Action. Entschuldigung. Solltest du einfach mal zwischendurch einmal so in den Raum brüllen? Okay. Du darfst jetzt aber Tschüss sagen, wenn du möchtest. Ich muss diesen Gegner jetzt besiegen, sonst habe ich keine Ruhe dafür. Stirb! No. Kartoffel! Stirb! Das ist keine Kartoffel, das ist eindeutig eine Tomate. So. Bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.